Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniULP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir in diesen Häftlingssumpf nach dem Priester gesucht. Haben wir noch nicht gefunden. Gehen wir auch sofort wieder hin. Ich tue nur mich mal wieder hochheilen. Ich weiß gar nicht, ob ich Ausquin trainiert habe. Ich glaube nicht. So wie das hier aussieht, ist schon wieder ein bisschen her, seit ich aufgenommen habe. Und ja, ich war mir aber sicher, dass hier ein Skit kommt. Deswegen, ja. Nehme ich das natürlich auf. なるほど。そうだよな。それが僕たちの場合は、マオテラスや過去の歴史ということか。当然そうなるよな。どうしなんだから。しかも好きでやってるんでしょ。もちろん。おっしゃる通り。わかればよし。じゃ、また明日も秘密と戦いましょう。 Ja, irgendwie gut, wenn solche Sachen von einem Charakter so als selbstverständlich hingestellt werden. Ja, natürlich gibt es Geheimnisse. Toll. Geheimnisse behalten ist nicht gut. Das ist nichts Gutes. Also, Leute. Aber dann wird natürlich ein Charakter sagt dann natürlich wieder so was und dann wird es als natürlich dargestellt, finde ich. Irgendwie ein bisschen doof. Da ist doch jetzt nur so, weil Layla die ganze Zeit Geheimnis vor uns hat. Wenn sie gesagt hätte, das ist nicht okay, dann würde sie sozusagen, Layla ist nicht okay. Und das können sie ja nicht machen, ne? Also ja. Ich sehe, was er da gemacht hat. Okay, jetzt. Ja. Es wird ein bisschen schwierig, weil ich bin ja in der letzten Folge hier mehr oder weniger durchgerast, habe gegen diesen Medusa-Kopf gekämpft. Also Medusa, nicht Medusa-Kopf. Dieser Kopf hat. Und da ist ein riesiger Fußstapfen, sehe ich gerade. Oh, ich habe Aktionspunktsuche eingestellt. Riesige Fußspuren. Oh Gott, ein Fußabdruck. Was sonst? でもいいわ。で、この池はやっぱり？足跡だろうな。ドラゴンか巨人かデカ足氷魔の。でも随分古いものみたいだ。今ここにいるってわけじゃなさそう。こんなデカ物、ここ以外でも会いたくないけど。改めて見ると不思議だよね。ああ、人がこんな巨大な氷魔に変わるなんてな。思うんだがよ。 もともと俺らはドラゴンサイズの欲望を抱えてて抑え込んでるだけなのかな。それが吹き出して氷魔が生まれるとしたら、あいつらは俺たちの心そのものってことだ。そう考えると納得できねえか。氷魔がいくらでかくても。あ、おかしなこと言ったか。うん、まともすぎてびっくりしただけ。なんかごめん。柄にもないことを聞かれるパターンね。ひでえ。 Okay, erstmal gucken. Glaube ich auch schon. Oh, drei. Habe ich das letzte Mal genommen. Egal. Jetzt, wo ich das Geheimnis hier gefunden habe und Aktionspunkte noch, Aktionspunktsuche noch aktiviert ist, ist mir eingefallen, dass ich offscreen nicht trainiert habe, sondern irgendwie ein bisschen durch die Gegend gerannt bin, um Entdeckungen zu suchen. Und ich habe zwei in der Wiese des Triumphes gefunden, habe ich aber noch nicht entdeckt. Aber ich habe sie schon mal gefunden. Oh, ich habe mich reinlegen lassen. Und das habe ich total vergessen. Also da können wir ja auch mal irgendwann hin. So in naher Zukunft, vielleicht im nächsten Part sogar mal gucken. Wir sind ja immer noch so hier auf dem, ja, Offroad-Fahrt, sag ich mal. Dann können wir uns halt noch leisten. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Oh Gott, nein, nein, nein. Nope. Oh, das dauert schon wieder ewig.
Und laut den Trophäen gibt es glaube ich 36 anomale Kugeln. Es gibt eine Trophäe dafür, wenn man alle anomalen Kugeln findet. Da stand 36, also wir haben glaube ich, weiß ich nicht, irgendwann mit 20, 24, 25 glaube ich. Also fehlen gar nicht mehr so viele. Ich letzten einen gefunden. Bekommen. Einmal Kugeln 23, das heißt noch 13 Stück. Da ist noch 13 Mal damit ab. Und dann gibt es ja noch die. Dann gibt es ja noch die. Ja. Ich halte immer meinen Angriffsknopf gedrückt. Bei normalen. Das Reflex, weil ich ein anderes Spiel gerade oft gegen immer spiele. Und bei Angriffen gedrückt halten muss, um zu dauerhaft anzugreifen. Das passiert mir jetzt die ganze Zeit. Ja. Sehr gut. Habe ich den Angriff nicht abwehren können. Du blöder. Oh, ich zauber den Gegner. Blöder, an dem ist, man kann den Zauber nicht abbrechen. So, jedenfalls weiß ich nicht. Ja, jetzt habe ich abgebrochen. Und nicht sogar. Sehr gut. Also, ja. Läuft natürlich wieder alles nach Plan, ja. Der Priester, den wir finden müssen, der hängt wahrscheinlich irgendwie mit dem Boss so zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen. Oh. Ein KP. Jo. Ah, jetzt kann ich mich amortisieren, geil. Wie jeder hier zaubert, ne? Oh, das ist ein Verdienst. Ey, 4, 5 Gegner, jeder von denen zaubert. Okay. Habe ich das mal weggedrückt. So. Ich müsste jetzt hier so runtergehen, nehme ich an. Dann komme ich vielleicht irgendwann mal dahin, wo ich hin will. Okay, sehr gut. Ja, nochmal auf Zug zu kommen. Ich habe noch ein paar Entdeckungen gefunden. Ich hasse diesen Ort. Aha. Ich habe 2 Entdeckungen gefunden. Einen Miniboss habe ich noch gefunden. Das nächste Mal, wenn wir Zeit haben, kommen wir mal zur Wiese. Ist. Ich hasse diesen Ort so sehr. Also wahrscheinlich, wenn wir hier fertig sind, können wir mal kurz zur Wiese hingehen. Das ist genau das, was ich nämlich vorhatte hier so. Ich Snack zur Bereitung alles hochgelevelt habe, dann durch Aktionspunktsuche aktivieren. Dann dürfte es ja einfach werden, die ganze Kinder. Ich habe die natürlich noch nicht angesprochen. Die Entdeckungen, ich habe die nur gesehen. So, hier sind wir stehen geblieben. Okay. Weiß ich nicht, irgendwie im letzten Part war alles irgendwie so hektisch, da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 7, 8 Parts oder so aufgenommen. Ne, so viel glaube ich nicht, aber ich habe mehr aufgenommen, als ich vorgenommen hatte. Und ja, bin ich hier so im letzten Part, den wollte ich zum letzten Part des Tages machen. Und ja, kam da ein bisschen durch Rush drüber. Aber jetzt haben wir Zeit. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht vor, heute viele Parts aufzunehmen. Ich will noch 2 Stück aufnehmen heute. Ach, das Ding, genau, da sind wir ja nicht reingegangen. Ja, okay, gehen wir da rein. Ich wollte jetzt sagen, gehen wir zur Wiese des Triumphes, aber nee, gehen wir noch mal da rein und gucken, was da los ist. Arktos Ruinen.
Wie stark seid denn ihr? Ja, 61. Ach nee, warte, ich bin auch. Stimmt ja. Schwäche, Wind, Zerbett. Ja, für mich heißt das einfach nur draufhauen, bis sie sterben. Eine hochkomplizierte Strategie steht darin, den Gegner so lange zu schlagen, bis er tot ist. Das hat bis jetzt funktioniert. Wenn die Boss hier nicht gefunden habt, den müssen wir eigentlich auch erledigen können. Weil diese Triumph ist, das ist schon. Seit wir die gefunden haben, ist ja schon ewig her. Also müsste ich den ja locker weghauen. Würde ja eigentlich gar kein Problem sein. Ah, okay. Gehen wir da hin. Okay. Schon eine zweite Ruine mit Schlüssel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die letzte Ruine, wo auch so ein Schlüsselloch war. Auch schon die Tür geöffnet, ich weiß da gar nicht mehr. Ein bisschen Golem, geh weg. Ja. Wollen eigentlich auf Weltkarte nachgucken, in welchem Gebiet welche Monster sind. Ich noch gar nicht nachgeguckt, glaube ich. Ein bisschen neuer Gegner, aber ich will jetzt nicht so viel kämpfen. So ein bisschen gefährlich nah bei diesem anderen Viech. Also ist ein Zombie. Oder Google, tausendmal Entschuldigung. Ist bestimmt irgendwelche, weiß ich nicht, gravierenden Unterschiede zwischen Ghule und Zombies. Wenn ich irgendwie Ghule aus Versehen Zombie nenne, dann gehen die auf mich los. Für dich sehen wir auch alle gleich aus, ne? So, was haben wir hier? Ich sehe schon wieder rot, aber ja, er kommt ja mal aus dem Boden. So, du. Oh, du bist ein Magier, ne? Bist du was von Magier? Ja, doch. Super. Aber nicht im Kampf. Macht halt einen knubbigen Dialog, die kommen. Wenn ich einen Gegner zum ersten Mal begegne. Vorhin den Flammen reingeschubst. Ich hätte mal deinen Kopf gedrückt. Oh, ja. Oh, das Kopfzepter haben wir auch noch nicht, glaube ich. Da ist, sogar stärker. Ah, Angriff 11 und Fokus 199. Hey, was ist das? Geh weg damit. Glaube diese ganzen Waffen, die noch Verteidigungswerte hochgeben. Solchen damit. Gut. Ätnas Bruder müssen wir ja auch noch irgendwann bekämpfen, ne? Am Falkenkamm. Ja, dich haben wir noch nicht kaputt gehauen. Du bist. Oh, du hast 4 AP. Wind. Immer Wind. Gib mir damit ab danach. Gib da einfach um. Hab ich noch nicht Arzt? Nein, hab ich noch nicht. Oh. Okay. Nein, hier.
Mit Zavit habe ich ihn nicht eingeschüttet. Was? Ah, nur drei Kämpfe, so ungefähr. Sieht aus wie aus der Erdprüfung. Dieser Golem. Okay, jetzt sieht so aus, als könnte man hier eine Abkürzung schaffen. Ich guck mal. Obwohl, da sind ganz viele Sachen. Hey, ah, endlich mal. Feuer. Ah. Schicklichkeitsdetektor, Detektor, was? Dieser Ding? Schicklichkeitsdekor, so. Angriff gibt das. Habe ich einen, der voll viel Angriff gibt? Ich glaube nicht, ne? Ja, hier vielleicht. Lass mal. Wenn ich ein Dolch bin, der ganz viel Angriff gibt, dann vielleicht. Aber im Moment nicht. Da ist ein Kraut. Könnte ich auch mal benutzen irgendwann. Aber ich vergesse dauernd. Entschuldigung. Ach Mensch. Den ganzen Weg zurücklaufen. Wir spacken. Wir sind aber hier richtig, oder? Hoffe ich. Priester muss ja wohl irgendwo hier sein. Irgendwie tut mir jetzt schon mein Hals weh. Warum tut mir jetzt schon mein Hals weh? Okay. Das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich heute aufnehme. Also, nehme ich auf 17 Minuten. Kein gutes Zeichen. Zurück wollte ich heute nicht so viel aufnehmen. Feuer wieder, okay. Zip. Pasch. Bayerisch. Und da war ein Geist, Gott sei Dank. Hat er mich nicht getroffen, ist schon wieder eine Sackgasse. Ja, schon wieder ein Geist. Warum muss jede Ruine so ein verdammtes Labyrinth sein? Warum haben Leute, die Ruinen erbaut haben, nicht einfach einen riesigen Raum gebaut? Warum müssen die immer so was Kryptisches bauen? Als ob die wollen, dass da niemand reingeht. Ich nehme die andere Seite. Du kannst auch von der anderen Seite auch noch reingehen. Ich muss mal Bock nochmal den ganzen Weg zurückzulaufen. Ja, wohl den ganzen Weg noch mal irgendwie andersrum laufen können. Ja. Schon irgendwie auch zum gleichen Ort bringen. Ich verstehe immer noch nicht, wie man in diesen Winddingen durch Gitterstäbe durchgehen kann. Wenn ich das einsetze, stelle ich mir einfach so vor, dass wir mit Hilfe des Windes uns voll schnell zu einem Ort hinbewegen. Und ich uns nicht hier teleportieren halt. So wie in Skyrim mit diesem einen Schrei, wo man voll schnell einen Ort rennen konnte. Müssten wir ja volle Möhre gegen die Gitterstäbe knallen, das tut auch weh. Ja, da kann man nicht rein, ne? Doch. Okay. Sanduhr. Unsere erste? Stimmt. Okay, das ist gut zu wissen. Darf ich das nicht gegen super ultimative Gegner hier einsetzen? Erde.
Also wäre Helldive schon mal keine Option, wenn wir nochmal begegnen würden. Was ja richtig doof wäre, wenn wäre, wenn wir sind ja Helldive jetzt schon ein paar Mal begegnet und der war immer so Level 108 oder 10, 101, irgendwie sowas. Und ich nehme mal an, ich nehme mal sehr stark an, auch laut dem Intro und so, dass er der finale Boss sein wird. Und also kommt kein anderer in Frage im Moment, außer diese kleine Mädchen in Simon. Und ja, wenn wir irgendwann den offiziellen Final Boss Kampf haben, dann wäre es sehr doof, wenn Helldive auf einmal irgendwie auf meinem Level sozusagen ist, anstatt die Level 108, die ja bei den letzten zwei Begegnungen war. Das macht dann irgendwie gar keinen Sinn. Wahrscheinlich kommt irgendwie sowas vor dem finalen Kampf oder so. Nein, die hat mir einen Teil meiner Macht oder so entzogen. Jetzt bin ich geschwächt und könnt mich besiegen. Oh nee. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich. Oder das Spiel geht echt nur so lange, bis wir Level 108 oder so erreichen. Da wird ja auch ein bisschen hochgeschraubt, weil ich ja auf schwer spiele. Und weiß ich nicht. Wahrscheinlich wieder auf normal so, keine Ahnung, Level 70, 80 irgendwie so sein. Dann sagt mir nicht, ich muss theoretisch so weit leveln, bis ich im finalen Boss Level 108 bin. Oder 101, ich weiß nicht mehr. Weil das ist noch ganz schön lange. So, jetzt muss ich mich wieder ganz doll konzentrieren, wo ich schon war und wo nicht. Das ist bei mir so eine Sache. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, zu meinen Projekten ein paar Best-Offs zu machen. Gestern müsste das erste Best-Off hochgeladen worden sein von Super Mario World. Und das mache ich auch aktiv, gerade mit Fallout. Tales of Hysteria mache ich das auch. Nur Problem ist, bei Tales of Hysteria sind halt nicht so viele Clips. Ich habe erst so drei Clips und so, die ich, weiß nicht, als Best-of machen könnte. Weiß nicht, als Rose zu Ray zum Beispiel ihr voll den Schlag in die Fresse gegeben hat. Und ich habe aus Versehen den Part gelöscht, wo Zabit hier von dem Turm gesprungen ist und Dullahan in den Boden gerammt hat. Den wollte ich eigentlich auch noch reinpacken, aber ich habe den Part voll ver... Ich habe irgendwie den Part danach, den habe ich ja genannt Wiedersehen mit Zabit, und da habe ich irgendwie den Schluss gezogen, ach, das war der Part, wo wir Zabit zum zweiten Mal getroffen haben. Aber nee, das war ja schon der Part, wo wir gegen Zabit gekämpft haben, und deswegen habe ich den Part davor gelöscht und deswegen ist der Clip leider auch weg. Schade. Aber wie es aussieht, wird es von Tales of Hysteria sowieso kein Best-of geben, weil hier sind halt nicht so viele Sachen. Oh Gott, ist das hier riesig. Weil hier sind leider nicht so viele geile Highlights gekommen. Das ist zwar auch jetzt nicht, weiß ich nicht, nicht unwitzig hier. Das klingt irgendwie doof. Gab schon ein paar witzige Momente hier in dem Spiel. Die sind meistens irgendwie so in den Kämpfen und so passiert, meiner Meinung nach. Weiß ich nicht. Kommt irgendwie so komisch rüber. Ich hätte so ein Best-of packe. Super Mario World hat irgendwie so 13 Minuten. Okay, da war ja ein 10-Part-Projekt, da habe ich in, ja, weiß ich nicht. Ja, 13 Minuten waren das. Ich habe voll den Faden verloren jetzt. Ich fühle mich jetzt voll dumm. Aber da waren ja nur 10 Parts. Und da war die Übersicht erstens ein bisschen einfacher. Und da sind auch Mini-Piercings, was? Hm.
die ganze Rüstung vielleicht so umstellen, dann vielleicht ja die Übersicht war halt ein bisschen besser, also bei Mario World, deswegen war da ein bisschen einfacher am Best of zusammenzuschneiden. Vom Fallout tue ich auch jetzt sehr viele Clips immer so noch nebenbei speichern. Beim Fallout passieren mir dauerhaft irgendwelche dämlichen Sachen. Also da wird wahrscheinlich ein sehr viel längeres Video, vor allem wird das Projekt sowieso noch 100, 200 Parts lang sein. Also da werde ich bestimmt irgendwie so ein halbstündiges Best-of zusammenschneiden können. Nein, Wind. Finde ich ein bisschen schade, weil von Tales of Terra tue ich halt wieder auch ein paar Clips speichern, aber sind halt nicht so massig witzige Sachen. Ich will eigentlich nur so witzigere Sachen da reinsteigen. Ich könnte jetzt hier die ganzen epischen Szenen und so zusammenschneiden von dem Spiel, meine Reaktion darauf, aber will nicht. Bringt es irgendwie nicht so. Also irgendwie in Super Mario World und Fallout. Super Mario World war sowieso da und irgendein Mist. Fallout passiert mir ja durchgehend irgendein blöder Kack. Da irgendwelche Bugs oder so kommen im Spiel oder ich selber irgendwelchen Blödsinn baue. Also das wird sich noch sehr, sehr anhäufen. Hier leider nicht so. Schade eigentlich. Aber vielleicht kommt das ja noch. Also so 10 Minuten möchte ich mindestens so haben. Also ich habe bis jetzt nicht mal, weiß ich nicht. Nicht mal 2 Minuten oder so. Ich habe nur den Clip mit ja, Rose, wo die Sorel weghaut, gespeichert. Ja. Der Rest fällt mir jetzt gar nicht ein. So, da ist ein Speicherpunkt, also ich meine, wir sind hier kurz vom Ziel. Ich gehe natürlich jetzt noch nicht rein. Ich speichere mal, falls jetzt in den letzten Minuten noch irgendwas passiert. Wenn irgendwas noch passiert, wenn ich aus Versehen dahin gehe, dann, weiß ich nicht, drücke ich einfach die Szene weg, zum Titelbildschirm zurückgehen und so. Weil ich möchte jetzt nicht in den letzten 2 Minuten noch irgendwo reingezogen werden, also dann sage ich irgendwie so, durch Start, beendet das Spiel und lad nochmal neu. Und das muss da nicht sein, so in den letzten paar Minuten noch. Aber hier haben wir noch 2 Sackgassen, können wir noch abgrasen. Und hoffentlich hier eine Abkürzung schaffen. Nein, warum? Warum sieht denn das immer so aus? Das sieht immer so aus, als wäre da so ein ganz winziger Spalt, wo man eher die so einen Geheimgang aktivieren kann, dann ist da irgendwie nichts. Warum? Die Antäuschung, ja. What? Sommerurlaub. Okay. Ah, Verteidigung und Fokus. Verteidigung, Verteidigung. Verteidigung, nein. Ja, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Wir gehen dann so hier hin in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Hysteria und werden wahrscheinlich dann zur Wiese des Triumphes gehen, um die 2 Entdeckungen und den Boss hier zu machen. Was wir dann noch machen, weiß ich nicht, aber wir werden es machen. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.